Familie Berges aus der Nähe von Köln. Michael Berges ist Schreiner, seine Frau Beate ist Sachbearbeiterin. Das Geld ist knapp, reicht gerade, um das Häuschen abzubezahlen. Alles war gut, bis zu dem Tag, als ein freier Finanzvermittler sie besuchte, ihnen eine Unternehmensbeteiligung als Altersvorsorge verkaufte. Wir haben noch gesagt, an diesem Tag der Unterschrift, wir haben gesagt, können wir Ihnen da vertrauen? Sie wissen, das ist unsere Altersvorsorge, wir haben sonst nichts. Ne? Dann hat er gesagt, ja, Sie können mir hier vertrauen, ich selber habe das auch und es ist absolut sicher. Jetzt ist das Unternehmen pleite, das eingezahlte Geld ist weg. Trotzdem sollen sie weiter zahlen, insgesamt noch 18.000 Euro und zwar auf einen Schlag. Ich habe ihm unsere Situation erklärt und habe gesagt, wir verlieren unser Haus. Und er sagte nur, das ist mir doch egal und nicht mein Problem. Ortswechsel. Ein Finanzvermittler bei der Arbeit, heimlich gefilmt. Über 80.000 dieser Vermittler verkaufen in deutschen Wohnzimmern hochriskante Geldanlagen. Wir wollen 60.000 Euro sicher als Altersvorsorge anlegen. Das sind super Renditen, ein echter Vermögensaufbau. Und ich kriege nur 0,5% Provision. Und das ist sehr sicher, da kann kein Kapital verloren gehen. Er lässt zahlreiche Unterlagen da, auch darin große Versprechen. 18% Rendite. Diese Unterlagen zeigen wir dem Finanzwissenschaftler Professor Andreas Oehler und Deutschlands oberstem Verbraucherschützer Gerd Billen. Ihr Urteil? Also das ist definitiv für eine Altersvorsorge nicht geeignet. Vielleicht für einen Millionär, der 60.000 Euro übrig hat, aber nicht für eine Person, der es um die Sicherheit im Alter geht. Ich würde in dem Fall auch gar nicht von einer Beratung sprechen, sondern es ist ein nackter Verkauf aus der Geldgier eines Vermittlers. Tausende verlieren durch die Tricks dubioser Finanzberater ihr Geld. Experten schätzen den Schaden für Kleinanleger auf über 20 Milliarden Euro pro Jahr. Dagegen wollte Finanzminister Wolfgang Schäuble etwas tun. Deshalb hat er ein Anlegerschutzgesetz vorgeschlagen. Seine Kernforderung? Freie Finanzvermittler sollten von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, erfasst und streng überwacht werden. Doch daraus wurde nichts. Das Gesetz legt jetzt fest, dass die Vermittler weiterhin von über 7.000 kleinen Gewerbeämtern in den Kommunen beaufsichtigt werden. Doch können die Gewerbeämter das überhaupt leisten? Die haben einfach nicht das Personal, die Experten, das zu machen. Das heißt, man hat sozusagen jetzt Leute eingesetzt, was zu kontrollieren, was sie gar nicht kontrollieren können. Erweckt aber bei den Verbrauchern den Eindruck, sie sind gut geschützt. Dennoch hat die FDP die Aufsicht durch Gewerbeämter durchgesetzt. Alles natürlich zum Wohle von Vermittlern und Anlegern. Versichert uns der finanzpolitische Sprecher Volker Wissing. Die laufenden Kosten einer Beaufsichtigung haben wir für die kleinen Anlagenvermittler so gehalten, dass sie noch im Markt bleiben können. Verbraucherschutz bedeutet auch Wettbewerb am Markt. Doch worum ging es der FDP wirklich? Der Bundesverband der freien Finanzvermittler jedenfalls ist sehr dankbar, vor allem dem FDP-Politiker Frank Schäffler. Kein Wunder, der ist schließlich selbst Finanzvermittler. Herr Schäffler hat sich stark dafür eingesetzt. Wie gesagt, er kennt die Branche und konnte eben daher auch gut einschätzen, was es an Konsequenzen für den unabhängigen Vermittler hätte, wenn das Schäuble-Gesetz durchkommt. Und Frank Schäffler wurde dabei von höchster Stelle unterstützt, sagt Gerd Billen. Die FDP spielt an der Stelle eine ganz unselige Rolle, weil es die Lobby geschafft hat, über das Wirtschaftsministerium, über den damaligen Minister Brüderle, diese Aufweichung des Verbraucherschutzes durchzusetzen. Klientelpolitik statt Anlegerschutz. Über diesen Vorwurf hätten wir gerne mit Rainer Brüderle und Frank Schäffler gesprochen. Doch an einem Interview haben beide kein Interesse. Betroffene Anleger wie Familie Berges fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Die dürfen es einfach weitermachen. Und der Staat, die Politik greift nicht ein. Da werden Gesetze geschaffen, die einfach manchmal lächerlich sind. Aber sowas, was wirklich wichtig ist, es wird nichts gegen getan.